Die Wolken hinter dem kleinen Dampfboot sehen bedrohlich aus, doch sie bleiben hinter uns. Die Oste ist weiterhin ein ruhig dahinfließender Fluss. Doch er kann auch anders. Unterbrechen das Programm für eine wichtige Durchsage des Deutschen Hydrographischen Instituts. Für die gesamte Nordseeküste besteht die Gefahr einer sehr schweren Sturmflut. Das Nachthochwasser wird etwa 3 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. 1962. Das Orkantief Vincinet drückt das Nordseewasser in die Elbmündung und in die Oste. Hier zwischen Bentwisch auf der Backbordseite und Lag zu Steuerbord bekamen die Anwohner die ganze Wucht der Natur zu spüren. Auf beiden Seiten der Oste brachen die Deiche. Das Wasser floss bis an die Bundesstraße bei Höfgrobe. Rund 20 Deichbrüche waren an der unteren Oste zu verzeichnen. Die Hai-Ho erreicht die Klappbrücke bei Oberndorf. Bis zum Ende der 1970er Jahre verkehrte hier ein antriebsloser Fährprahm zwischen Oberndorf und Bentwisch. Als Erinnerung daran dienen heute ein Nachbau im Maßstab 1:2 und die beiden Holzfiguren vom Fährmann auf der Oberndorfer und Hoffmann von Pallersleben auf der Bentwischer Seite. Im Oberndorfer Heimatmuseum wird die Geschichte des Ortes und der Fähre und der Werften lebendig. Der Skipper der Hai-Ho hält einen kleinen Klönschnack mit dem Captain der Mocambo. Man kennt sich. Als ältestes Passagierschiff Deutschlands verkehrt die Mocambo tidenabhängig zwischen der Ostermündung und Hechthausen. Dabei hat der Kapitän einiges zu erzählen. Wenn ihr mal links kommt, da am Schilzer könnt ihr gleich so ein Loch sehen. Das ist schwierig zu erkennen, weil ihr dann nach hinten weggucken müsst. Und auf der Rückfahrt ist das dann besser zu erkennen. Da ist nämlich noch die alte Slipanlage, wo in den Wintermonaten das Schiff an Land geholt wurde. Weil bis vor wenigen Jahrzehnten ist die Ost hier noch regelmäßig im Winter zugefroren. Mittlerweile passiert das nur noch alle Jubeljahre. Aber damals ist das regelmäßig geschehen. Und so musste man in den Wintermonaten das Schiff an Land holen, um es hier vor dem Eisgang zu schützen. Hai-Ho dampft weiter in Richtung der ehemaligen Dodeck-Werft. Halt, stopp, nicht so schnell. Es wäre vielleicht noch zu erzählen, warum ich, Hoffmann von Fallersleben, hier auf dem Deich bei Oberndorf stehe. Stimmt, ich hatte es fast vergessen. Der streitbare Dichter, Kritiker und Verfasser unserer Nationalhymne musste sich den hannoverschen Gendarmen entziehen. Es ist überliefert, wie er mit der Pramfähre in Oberndorf die Oste überquerte und bei der Familie Schmold im Ortsteil Brag Unterschlupf fand. Wenig später gelangte er nach Cuxhaven und von dort aus zur damals britischen Felseninsel Helgoland. Hai-Ho hat mittlerweile den ehemaligen Standort in Mühle-Lemke erreicht. Die Einbuchtung an der Steuerbordseite war der sogenannte Mühlenhafen. Er war auch Standort der Dodeck-Werft, einer der vielen Werftplätze an der Oste. Geblieben ist das Wohnhaus des Werftbesitzers und ein Modell der Werft, welches im Schöpfwerk des Oberndorfer Mühlenfletes seinen Platz gefunden hat. Es geht weiter stromaufwärts. Kurz vor der etwas gruseligen Hexenbucht wird eine ehemalige Fährlücke passiert. Hier setzte die Faule Fähre, eine Kahnfähre, bis 1977 Personen, Fahrräder und Kleinvieh über. Mit der Fertigstellung der Straßenbrücke bei Osten wurde der Betrieb eingestellt. Die tückische Hexenbucht ist wegen unberechenbarer Strömung schon manchem Schiffer zum Verhängnis geworden. Originalton von Hai-Ho. Ist unheimlich hier. Alles ist gut gegangen. Vorbei an dem Flusshotel Seefahrer schippert das kleine Dampfboot weiter flussaufwärts.
An der Backbordseite entdecken wir die letzte erhaltene Deichlücke an der Ziegelei. Die Anlieferung der benötigten Kohle und der Abtransport der fertigen Ziegel erfolgten auf dem Wasserweg. Um sich die Mühen an der Deichüberquerung zu sparen, wurden die Deichlücken angelegt, eine Durchfahrt für Schubkarren oder Feldbahnloren. Wir kommen nach Osten. Eine Brücke überspannt den Fluss. Schiffe mit hohen Masten kommen hier nicht weiter. Vor dem Bau der Straßenbrücke verkehrte hier eine sogenannte Schwebefähre unter einem hohen Gerüst. An der Steuerbordseite führt die Infomeile der Weltschwebefähren bis nach Hemur. Vier Informationspunkte erklären auf anschaulichen Tafeln Wissenswertes über die 8 weltweit existierenden Schwebefähren. Als Träger für die türgroßen Infotafeln, die von Tischen, Bänken und Fahrradständern flankiert werden, dienen 4 Minifähren. Sehenswert und interessant. Seit dem Bau der Osterbrücke ist die seit Menschengedenken bestehende Fährstelle überflüssig geworden. Die als Baudenkmal eingestufte Schwebefähre ist heute ein Millionengrab für den Steuerzahler. Im Frühjahr 2025 soll eine erneute Sanierung der Stahlkonstruktion beginnen. Im Raum steht nach Informationen aus der Presse die Summe von 8,5 Millionen Euro. Prozent der Häuser in Osten wurden vor 1914 gebaut. Rund 25 Baudenkmäler und weitere historische Gebäude erinnern an die Blütezeit des alten Handelsplatzes. Die auf einer Wurt gebaute Kirche St. Petri stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie beherbergt wertvolle Kunstwerke, darunter mittelalterliche Schnitzereien und einen spätgotischen Flügelaltar. St. Petri wurde nach den Plänen des Hamburger Stadtbaumeisters Johann Leonhard Prey errichtet. Die Größe der Stadtkirche zeugt vom einzigen Wohlstand der Bauern und Kaufleute in der Ostermarsch. St. Petri bleibt achter aus. Heiho passiert das Schöpfwerk des Altendorfer Dorfletes. An der Steuerbordseite mündet der Basbecker Schleusenflet. Zeit, auf den Unterhaltungsverband Untere Oste hinzuweisen. Dieser betreibt die Entwässerung auf der von Heiho befahrenen tideabhängigen Oste. 41 Mündungsschöpfwerke, 108 Polder- und Stufenschöpfwerke, 32 Siele. Die Mündungsschöpfwerke fördern, wenn alle Pumpen laufen, 100.000 Liter pro Sekunde in die Oste. In geruhsamer Fahrt geht es weiter durch den großen Ostebogen, vorbei an dem Schöpfwerk Große Rönne. Ruhig ist es hier. Hinter den Deichen gibt es nur die schmalen Deichverteidigungswege und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Eine ehemalige Fährstelle ist zu erkennen. Hier pendelte die Fähre zwischen Basbeck-Sedlerheim und Großen Wörden. Nach längerer Pause wurde die Fähre Anfang der 1950er Jahre wiederbelebt. Der Pächter der Giffersdorfer Fähre, Hermann Lühmann, übernahm das Übersetzen mit dem Giffersdorfer Reservepram.
Zwar begrüßte die Bevölkerung an der Oste die Wiedereröffnung der alten Verkehrslinie Barsbek-Großenwörde freudig, doch wurde die Fähre kaum genutzt. Lümer zog sich zurück, die Fährverbindung schlief nach und nach ein. Jahrzehnte später gab es die Idee, den ausgedienten Oberndorfer Pram hier für Ausflügler einzusetzen. Daraus wurde nichts. Der Pram ist hier im Deichvorland verrottet. Schade. Auf dem Wasserweg in Richtung Großenwörden lassen sich die Obstplantagen hinter den Deichen nur erahnen. Die modernen Apfelbäume sind zu niedrig. Wir lassen Großenwörden links liegen. Die Kleinwördener Mühle taucht auf. Die Flügel der Kleinwördener Mühle an der alten Fährstraße drehen sich schon lange nicht mehr. Der letzte Müller hat den Betrieb der Mühle 1955 eingestellt. Heute dient das inzwischen flügellose Bauwerk als Ferienwohnung. Am Deich ist noch der Durchlass der ehemaligen Fähre sichtbar, die nie eine große Bedeutung besaß. Hauptsächlich diente diese Fähre den Mahlkunden der Mühle. Sie wurde 1958 eingestellt. Die weiten Flächen im Osten rund um Neuland und Engelschopf wurden früher durch eine Vielzahl kleinerer Schöpfwerke entwässert. Das 1928 am Burgbeek-Kanal errichtete Schöpfwerk wurde ursprünglich mit einem Dieselmotor betrieben. Nur 200 Meter weiter pumpte ein dampfbetriebenes Schöpfwerk Wasser aus dem Engelschoffer Schleusenfried in die Osten. Anfang der 1960er Jahre wurden die Pumpen am Burgbeek-Kanal auf Elektromotoren umgestellt. Gleichzeitig wurde der Schleusenfleet an den Burgbeek-Kanal angeschlossen und die letzte Dampfmaschine an der Oste nebenan abgeschaltet. Nach fast 100 Jahren hat jetzt auch das rote Backsteingebäude am Burgbeek-Kanal ausgedient. Es muss an der Deichbegradigung weichen. Das neue Schöpfwerk befindet sich zwischen den beiden alten Bauwerken und wirkt etwas gesichtslos. Ein Dampfboot auf der Oste zieht langsam seine Bahn. Es atmet alten Zeiten und wir lauschen dem Gesang. Wo einst die Händler riefen nach fremden Märkten fern, treibt heute sanft die Welle in den Fluss, den wir so gern. Oster, alte Wasserstraße, still und doch so weit. Die Eisenbahn, sie kam und du verlorst den Kampf mit der Zeit. Doch heute wächst du Träume, ein Revier für Abenteuer, wo Freizeitkapitäne segeln und die Landschaft neu beteuern. Die Dörfer an den Ufern, die einst pulsierend waren, erzählen alte Märchen von längst vergangenen Jahren. Die Schiffsstellen verwaist, die Anker rosten still. Und nur noch alte Fähren wissen, wohin die Reise will. Oste, alte Wasserstraße, still und doch so weit. Die Eisenbahn, sie kam und du verlorst den Kampf mit der Zeit. Doch heute erwächst du Träume, ein Revier für Abenteuer, wo Freizeitkapitäne segeln und die Landschaft neu beteuern. Die
an den Ufern, die einst pulsierend waren, erzählen alte Märchen von längst vergangenen Jahren. Die Schiffsstellen verwaist, die Anker rosten still und nur noch alte Fähren wissen, wohin die Reise will. Ein Dampfboot auf der Uste zieht langsam seine Bahn in einer stillen Region, wo die Zeit langsamer kam.